Bob Hanning und Stefan Kretschmer spielen heute das Spiel Wer kennt sein Team? Bekannt vom YouTube-Kanal der Füchse Berlin, bei der Gelegenheit abonnieren, täglich raufgucken, immer interessantes Material. Dieses Spiel hat es besonders in sich, denn wir müssen aus 10 Fragen möglichst viele Übereinstimmungen, also wir müssen beide dieselben Namen aufschreiben, um den Highscore, der momentan bei 6 Punkten liegt, zu knacken und in Führung zu gehen. Nichts weniger als unser Ziel. Ja, sehe ich genauso. Falls wir einen Fehler machen sollten und einen unterschiedlichen Namen aufschreiben, müssen wir hier von Zettel ziehen. Aber wir können es gleich abgeben. Und eine Bestrafungsfrage an den jeweils anderen stellen. Gut. Wir sehen anhand der Antwort, wer bestraft werden muss. Ja, genau. Okay, ich schreibe, aber du darfst nicht abschreiben, weil sonst macht es ja keinen Spaß. Ich bin fertig. Die Jungen oder die Alten? Ach so, das hätte ich natürlich. Ach so, ja. Ja, jawohl! Und? Ich würde sagen, legitimer Punkt. Ist richtig? Lasse Andersson. Bei Jungen wäre es nochmal schwierig gewesen, weil. Da hätte ich weitergenommen. Siehst du? Ich muss dazu sagen, ich habe jede Folge gesehen. Also ich wusste, dass Lasse der meistgenannte Name war. Okay. Ich habe noch nicht ganz so viele Folgen geguckt. Wenn Bob natürlich nicht eine Folge gesehen hat, dann wird's eng. Ja. Das ist schwer bei uns. Wer fährt das schönste Auto? Findest du meins schöner oder ich deins? Also ich finde deins schon schön. Also ich wäre jetzt... Wir dürfen uns nicht absprechen. Wir dürfen uns ja nicht absprechen. Also im Grunde, wir haben ja keine Fußballautos, deswegen ist die Frage relativ einfach. Du hast Geschmack. Ja. Du hast Geschmack. 2 von 2. Und da hast du dein schöneres Auto aufgegeben und hast deine Eitelkeit zurückgesteckt. Ja, weil ich ja dich kenne. Weil ich ja weiß, dass du deine Eitelkeit nie zurückstecken kannst. Deswegen war das relativ einfach. Aber das ist stark. Ja. Das ist eine schwere Frage. Okay, ich weiß es. Bist du sicher? Ja. Ja, aber es ist nicht ganz eindeutig. Also es gibt schon auch einen, da muss man sagen, wenn man sich mit dem unterhält, dann denkt man, der könnte es auch sein. Für mich gibt es nur einen. Für mich gibt es nur einen. Und dann ist es einfach. Und? Hey, das können wir Paulchen? Das können wir nicht vergessen. Ja. Marzenic? Ganz ehrlich, das wäre die Alternative für mich gewesen, was Herz angeht. Aber Marzenic hat auch viel Herz gezeigt in der Vertragsverhandlung, muss man sagen. Ja, das stimmt. Und Milosavljev. Ja, aber da gibt es schon auch einige bei uns, die viel Herz haben. Ja. Ha? Aber die Frage war ja, wer hat das größte Herz? Das ist ja mal der Kapitän. Eigentlich ja. So, haben wir jetzt 4 von 4 oder sind wir schon mal 5 von 5? 3 von 3. Ich muss auch, 3 von 3? Ich muss ja so denken wie Bob. Ne? Ja. Und übrigens, ihr habt immer die Möglichkeit, weitere Fragen in die Kommentare zu schreiben. Gerne genommen. Natürlich keine Schwachsinnsfragen, die irgendwie unter die Gürtellinie gehen. Das ist ein seriöser YouTube-Kanal der Füchse Berlin. Wir achten hier auf Qualität. Also macht mit. Ah, das ist schwer, weil damit haben wir echt nichts zu tun. Damit habe ich keine Ahnung. Also ich bin ja ab und zu mal beim Fitnesstraining dabei. Und da weiß ich ja, wer da auflegt und einen ganz guten Musikgeschmack hat. Okay, wenn wir davon ausgehen, das weiß ich auch. Ja? Also nehmen wir den, ja, wer auflegt? Ich würde den nehmen, der okay. beim Fitness auflegt. Ich will nicht, dass du abschreibst. Ja! Jawohl! Einen zum Unentschieden, also diese Art der 2 zum Sieg. Das ist doch mal einer, da finde ich aber auch.
Ja, das ist auch einfach. Ja, eigentlich ja. Aber ja, komm, wir machen's. Aber jetzt macht das uns aber auch nicht schwer, muss man sagen. Nee. Das können wir nicht falsch machen. Falsch? Ja, das war eine Frage, die... Eigentlich kann man die Frage fast nicht werden. Nee, nicht falsch beantwortet. Man kann sie fast nicht werden. Wir sind immer noch im Flow. Den lassen wir uns von dir nicht kaputt machen. Genau. Weiter, nächste Frage. 5 von 5? 5 von 5. Wir brauchen nur noch eine, um die Spitze zu egalisieren. Und dann können wir zurücklehnen. Konzentrier dich. Ja, mache ich. Wer am meisten am Handy hängt. Ja, mache ich. Es gibt einen Kontroversen. Ich hab schon geschrieben, von daher war das kein Wink mit dem Zaunpfeil. Ich weiß, wen du meinst. Und den habe ich natürlich auch aufgeschrieben. Auch ist unverlierbar. Damit gehen wir in Führung, weil 6 von 6 hat wahrscheinlich nie einer geschafft, oder? Lassen Sie es erstmal richtig machen. Wir haben es auf jeden Fall richtig gemacht. Und? Ja! Ja, es gibt jemanden, der in Social Media sehr aktiv ist. Ja. Das muss nicht heißen, dass er am meisten am Handy hängt. Also, dass er nur permanent am Handy hängt. Das tun bestimmt Leute wie Walter oder Marsa oder so vielleicht ein bisschen mehr. Aber am kontroversesten im Social Media und am häufigsten aktiv ist Fabi plus Frau. Muss man ganz klar so analysieren. 6 von 6! Aber lass uns die Konzentration halten. Wir brauchen nur noch eine richtige. Aber, ja, aber die brauchen wir jetzt. Das ist einfach. Das ist der sie am meisten pflegt. Das weiß ich nicht. Der am häufigsten genannt wurde. Das ist die erste Frage, die ich nicht weiß. Wer hat, kannst du die Frage nochmal stellen? Ob geht unsere Mannschaft mal durch, guckt ja an, wer welchen Habitus hat, wer wie aussieht. Wer den größten Habitus hat, ist mir klar. Mhm. Aber er hat ja nicht gleich die schönste Frisur. Herr Milosch ist es nicht. Nee, das weiß ich. Ja, so, komm, ich darf nicht sagen, wer es nicht ist. Okay, gut. Also, ja, ich weiß nicht, ob der die schönste Frisur hat. Ich finde schon. Oh, sind wir stark! Wer kennt sein Team besser? Besser als wir beide. Was ist eigentlich mit den Spielern los? Ich habe mir überlegt, wer steht am längsten vorm Spiegel? Und deswegen war ich so nicht ganz sicher, ob ich Lasse oder ob ich Holmi nehme. Ah, Holmi ist ja, glaube ich, uneitel. Der macht ein Stirnband drüber und fertig. Ah, okay. Also dann wäre ich schon eher bei Walter gewesen oder ja. Hans. Ja, Hans haben wir ganz rausgesehen. Wir haben noch gar keine Antwort zu Hans. Das ist auch so dänisch, so viel Style. Die Skandinavier haben generell, wie ich finde, den besten Style. Bringen viel modisches Esprit in die Mannschaft. Johann Koch zum Beispiel auch. Das ist auch so ein Styler, der immer gut gekleidet ist. Ja? Ja. Dazu müsste man die Hobbys wissen. Also ich weiß, dass einer ein Hobby hat. Ja. Bob, das kannst du jetzt eigentlich nicht wissen. Aber du kannst es schon wissen. Aber es gibt eigentlich nur einen schon in der Mannschaft, der ein Hobby hat. Die anderen haben eigentlich gar kein Hobby und spielen nur Handball. Deswegen haben wir sie unter Vertrag genommen. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich schreibe jetzt, aber das ist jetzt geraten. Musik machen, wa? Holmi? Ja, das war meine Idee. Dejan ist der Angler. Aber ich hatte wirklich gedacht, weil der Musik spielt, der ist schon aufgetreten bei uns, hat schon... Ja, bist du nicht falsch. Also es ist jetzt kein Synonym dafür, dass du die Mannschaft nicht kennst, ne? Also ganz auch bei uns schon in der Weihnachtsfeier. Hast schon gespielt. Also stimmt es. Eine Frage für dich, eine für mich, oder wie machen wir es? Einmal die Meisterschaft gewinnen oder jedes Jahr den DRB-Pokal? Antwort ist einfach. Einmal die Meisterschaft. Gehst du mit? Da ich den DRB-Pokal noch nie gewonnen habe, würde ich auch jedes Jahr den DRB-Pokal gewinnen. Rote Karte im Halbfinale gegen Lembo. Unberechtigt natürlich. So, jetzt kommt die Frage für dich. Oh ja, Kretsche. Was magst du am anderen so gar nicht? Der andere ist er? Naja, muss ja sein. Das mag ich einem anderen so gar nicht.
Jetzt kannst du nur noch verlieren. Fällt mir eigentlich gar nichts ein. Oh, jetzt kannst du doch noch gewinnen. Du kriegst die Kurve. Das mag ich an dir so gar nicht. Bist du jetzt nichts. Mal ehrlich. Wen würde ich denn mit auf eine einsame Insel nehmen? Also, ich weiß es. Also, ich schreibe jetzt einfach mal irgendeinen Namen auf und das erkläre ich dann, warum. Ich würde mal sehen, ich bin nebenbei, wenn die Eingeborenen kommen. Das war genau mein Thema. Ich habe gesagt, wenn da böse Tiere oder irgendwas kommen, das kann nur Maser lösen. Das war genau. Ich habe mir überlegt, was passiert, wenn irgendwelche Löwen oder Elefanten kommen. So. Wer hält den Löwen weg, wer hält den Elefanten weg? Wer geht für dich durchs Feuer? Also Maser auf jeden Fall. Der würde sich da reinstürzen. Aber das, war wirklich jetzt die einzige Möglichkeit, das zu lösen, über diesen Weg zu gehen, über das gleiche Vehikel. Also jemanden, der besonders gut frisieren kann, kann ich auf einer einsamen Insel nicht gebrauchen. Ja. Vielleicht noch Dejan, weil er angelt, aber... Ja, der hätte mal was zu essen gehabt. Ja. Aber bei mir ist es so, am Ende des Tages, wenn der Maser da ist, dann dreht er dem Viech den Kopf um und haben wir auch was zu essen. Ja. Einen Tag tauschen. Oh, das... Jetzt ist... Oh. Au, 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 au. Au, au, au. Ja, da habe ich einen relativ einfachen Lösungsansatz. Okay. Ach, du bist stark. Du willst mit mir tauschen? Ja, na ja, klar. Ich würde mit dir nicht tauschen wollen. Das sage ich dir gleich. Also mit dir würde ich nicht tauschen wollen. Top Frau, Top Haus. Top Leben. Golfen, Top Leben. Top Chef. Also wir sitzen mehr an. Ich hätte ein bisschen mehr nachdenken müssen. Ja, das war. Aber ich hätte mit Hans getauscht, weil der einfach auch schon alles gesehen hat. Das stimmt. Und unheimlich viele gute Spiele schon gemacht haben. Im Gegensatz zu einigen anderen hat Hans schon jedes Spiel der Welt gespielt und auch die eine oder andere Trophäe schon gewonnen. Aber dass du mich nennst, ja, hätte ich drauf kommen können. Aber 8 von 10 ist nicht so schlecht. Das muss uns erst mal einer nachmachen. Alter, das ist nicht dein Ernst. Wer hat die Fragen ausgesucht? Was kommt jetzt? Lieber einen Tag mit Bennett Wiegert in der Sauna oder einen Tag mit Mike Machulla in einem Auto im Stau stehen? Das ist für mich eine klare Antwort. Da stelle ich mir mit Mike in den Stau. Was kannst du besonders gut, was keiner von dir erwartet? Ich bin sehr einfühlsam und sensibel. Das würde man im ersten Moment nicht erwarten. Ja. Stimmt. Dass man es nicht erwarten kann. Das ist stimmt, weiß ich nicht. Aber man würde es noch weniger erwarten. 8 von 10. Mal kurz. Also, liebe Zuschauer, bei unserem YouTube-Kanal Der Füchse Berlin, alle 14 Tage kommt ein neues Video raus. Wer kennt sein Team am besten? Oder Flippy Floppy, wird das Spiel hier noch gespielt? Hier mit dem Hubschrauber und so weiter. Nee. Irgendein anderes Video halt. Deswegen wichtig, verfolgen und noch besser, abonnieren. Füchse Berlin, euer Kanal auf YouTube. Wer das Video allerdings gesehen hat, der wird kein besseres mehr sehen können, weil der Sieger steht in dieser Saison maximal schon fest. Viel Spaß. Es verabschieden sich die Gewinner. Ja. Besser geht's nicht. Besser kann man es nicht sagen. Ja.